Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf dem Chaos-Kanal bei Svenny. Weißt du, ich sag, wir müssen ja hier noch die Ballen reinräumen, das ist alles Bullshit. Weißt du, die liegen jetzt alle hier kreuz und quer und hier und da. Ich freue mich, ne? Dann müssen wir uns den nächsten Mal einen Tag Zeit nehmen und das mal alle. Und dann geht schon wieder richtig gut los. Ne, da habe ich ja gerade gar keine Lust drauf, ne? Ja, was wird's machen? Irgendwie muss das ja weitergehen in den Leben. Und dann fahren wir aber noch zwei in den Stall, du. Das elendige Thema mit dem Bauen, ne? Ich habe leider gerade keine anderen Bilder. Was willst du machen, ne? Spulen dürfen wir noch nicht. Das geht in die Hose. Wir machen erstmal hier voll. Und die gehen dann noch alle rein. Leck mich schon. Los Nervos. Los Genervos. Das ist, wenn du alles schon was erledigt hast und dann doch wieder von vorne anfangen kannst. Okay, und dann. Oh, das ist ja was für mich, ne? Ja, ganz ehrlich. Aber. Dann ist das halt so. Guck mal, unser Hyundai, der steht da echt gut drin, ne? Ja, das erste Mal grundversorgende Kühe, das ist. Ja. Schwierig, ne? Sagen wir, wie es ist. Haben wir denn schon Milch im Stall? Bestimmt nicht, ne? Oh, sie sind satt. Schön. Da sind sie mal satt. Das läuft. Mann, ey. Das da noch rein? Schmeißen wir aber jetzt einfach eben dann nur so rein, dass wir spulen können. Um mehr geht's jetzt gerade noch nicht. Wir wollen spulen. Ja, nicht, dass ich die hier geschoben kriege. Wenn die nämlich mal vernünftig liegen bleiben würden und nicht immer. Das machen, was sie nicht machen sollen. Wäre doch alle ein bisschen einfacher, ne? Und hier fahren wir eben noch einen Stall. Die kann sich dann ja wegziehen, so wie sie es braucht. Das ist ja kein Problem. Oder? Nein, ist kein Problem. Ach ja. Guck mal, den Mädels geht's aber gut, ne? Ich sollte aufhören mit Spielen. Sag mal einer wird. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Manchmal ist das ein Graus, wenn man Videos macht, ne? Und dann nimmt man so ein bisschen am Tag mal was auf und irgendwann weißt du auch nicht mehr, was du erzählen sollst.
Sagen wir, wie es ist. Gestern habe ich Bud Spencer geguckt. Das war gut. Das war mal wieder richtig schicki fein. Sollte ich heute Abend auch noch machen. Oder heute Nachmittag. Ne, heute Nachmittag ist es. Das ist mal gleich Scump-Lagebesprechung, ne? Und die Männer haben mich auch ein bisschen mit überrumpelt. Dass das jetzt auf einmal schon gleich ist. Ich bin noch nicht mal fertig mit Hochladen, Mann. Schickram. Dann bin ich auch gleich bei. Ne? Als Scump ist ein neues Update gekommen. Und irgendwie ist, glaube ich, alles weg. Schicki vorhin, ne? Da freust du dich natürlich auch. Alles wieder schön von vorne. Bei Lagebesprechung muss man auch mal dabei sein. So, jetzt sieht sie aus wie bei Hempels und dann Sofa. Damit gekraut man nicht anders. So, das haben wir. Ja, ja, ja. So, das ist. Viecher haben wir versorgt, ne? Ja, dann würde ich sagen, speichern wir eben noch einmal. Und machen mal Spule Mann und Söhne. Das geht ja richtig fix hier. Oh, Betriebskosten, die fressen uns auf. 4000 Glocken. Nicht schön. So, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das haben wir. So, dann gucken wir eben in den Stall. Da ist ja fast nichts raus. Also, ja. Ja, kein Wunder. Oder haben sie aber nicht viel von gefressen, ne? Oh, Wasser eben in den Stall schmeißen, ne? Boah, wie weit ist denn unser Mais gewachsen? Was ist denn da dünn? Guck mal, wie weit ist schon dünn? Und Unkraut, ne? Wir haben nicht mal ein Pflanzenschutzauto, kann das sein? Ne, wir haben kein Pflanzenschutzauto. Ist sie schon was erntereif? Nein. Ist die Wachstumsstufe und dann so weit gewachsen? Okay. Die Fläche müssten wir kaufen, ne? Kostet sie überhaupt? 143.000 müssen wir leider nochmal in Kredit gehen. Geht gar nicht anders. Die brauchen wir. Müssen wir nochmal 200.000 aufnehmen. Die brauchen wir für Hexelgut. Und dann kaufen wir die eben. Ist zwar jetzt Müll, weil die nicht gedüngt ist, aber man kann es nicht ändern. Okay, danke. Das haben wir. Gut. So, dann würde ich sagen, mieten wir uns eben so eine Häckselbude. Oder kaufen wir einen? Hier gab es doch diesen einreihigen Maishäcksler, oder? Ja, haben wir die Gülwal hier drauf? Haben wir hier die Gülwal drauf? Ach, wir können auch hier eben nachgucken. Geh wie Gülwal. Global Company, Gülwal. Gülwal. Goldhofer Grimme. Ne, die haben wir nicht drauf, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. Diesen alten Häcksler müssen wir so oder so kaufen. Haben wir einen kleinen Häcksler drin? 18.000, ne? Wir müssen hier hin. Meiße Flücke. Wo ist das Ding? Feldhäcksler.
kaufen. Ja. Danke. Guck mal, den haben wir auch. Das läuft. Den brauchen wir nämlich als erstes. Was ein Moppe. Ja, genau so, Svenny. Das läuft bei dir schon wieder richtig prima. Abflug, man. Den schaffen wir noch. Das verknallt. Der hat gar keine Hupe. Nee, das ist nicht schön. Ach, die sind nur so klein, die Dinge. Was sind der denn für Torpedo? Sag mal schön. Das wäre nie mit einem Häcksler under the way auf kleines Land, ne? Eigentlich hätten wir die Flächen nicht kaufen müssen, aber ja, puh, schwierig, jetzt haben wir sie. Wir hätten gar nicht kaufen brauchen. Oh, oh, oh. Hey, er hat aber auch Stoff drauf, du. Sakonasche. Und lass uns mal eine Runde Hexen fahren, will. Wir brauchen Frischmais für die Kühli. Den Rest tun wir dann dreschen. Ganz einfach. Easy peasy. Chili Vanilli. Den geht's gut. Das läuft hier. Unser Mais muss Pflanzenschutz haben und eine Düngung. Wir brauchen auch Pflanzenschutz. Wir müssen eine Spritze kaufen. Ne? Das sollten wir gleich eben machen. Sonst sind die Tollers weg, weiß und wir haben nichts mehr. Die stehen so was von fett in der Kreide, ne? Weil das Svenny am Anfang nicht aufgepasst hat. Hier ist Gerät wechseln. Sag mal, du blendest mich auch gar nicht da hinter uns, ne? Mach mal das Fernlicht aus so. Fernlicht aus. Macht er nicht, ne? So ein dummer Schlag. So, oh, der ist ja schon direkt zum Dreschken, ne? Ich würde den immer ganz gerne auch noch einen Tag stehen lassen, weißt du? Und wir fahren ihn hier rein. Und machen das Ding mal an. Starke Befürchtung. Oh, da war doch irgendwas, ne? Ich glaube, da müssen wir doch nebenher fahren. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, ne? Ja. Ich muss Pause machen. Und ja, ne, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Tschüss.